auf meinem Kanal. machen wir es dann zwei Level. Aber sind wir da schon mal auf die 2 für 1 Aktion hin oder willst du das einfach nur reinschneiden? Ah, hallo meine lieben Freunde und Damen und Herren. Ja, ich schneid's rein. Ich bin gerade nämlich von draußen gekommen. Ist kein Scherz. Aber ich habe mir noch schnell in der Küche so einen leckeren Level abgemacht, ne? Ja, ja. So, wir machen jetzt mal Werbung wie die ganzen Content-Creator so im Stream so. Ne, dann, ne? Ja, lass mal den neuen Geschmack probieren. Will 10 von 10. Also, aktuell, meine lieben Freunde, gibt es bei Level Up eine wunderbare 2 für 1 Aktion mit dem Code Pulverboys 2. Das bedeutet, ihr bestellt 2 Sorten und müsst nur eine bezahlen. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Da kann ich nur, oder ihr bestellt 4 und bezahlt nur 2. Und ihr wisst ja jetzt, wenn ihr euch das Ranking-Video anguckt, was gut ist. Lecker. Also, reinsparen ist angesagt und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns jetzt weiter. Das Video geht jetzt weiter. Liebe geht raus und auf Wiedersehen. So, nur mal essen gleich. So, lass uns doch mal starten. 3, 3, 2, 1. Und herzlich willkommen bei den Pulverboys, dem besten Testkanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Wow! Heute das große Ranking zu unseren Top 5 Level-Absorten jeweils. Also einmal seine 5. Meine 5, da bin ich gespannt, weil ich glaube, da unterscheiden wir uns noch ein Natürlich, bisschen. Natürlich, sag mal, bei Level Up, da gibt es ja noch mehr Sorten, die man sich da aussuchen könnte. Alle. Und ja, wie Marvin schon sagte, ist natürlich wieder ein persönliches Ranking. Genau, würde ich sagen, fange ich diesmal an. Du darfst mal anfangen. Habe ich auf Platz 5 Iced Tea Lemon. Aha. Finde ich auch sehr guten Eistee-Geschmack. Ist ja wieder Krümel-Eistee. Ich bin jetzt auch nicht so der riesen Eistee-Liebhaber an sich, aber es ist echt ein guter Goldgeschmack bei unserem Ranking und Der hat mich halt so unglaublich gekickt, weil es sofort diese Kindheitsgeschichte drin hatte. Ne? Ja, genau, das habe ich zum Beispiel in der Kindheit nicht so kein Eis. Ja, weil du aus einem guten Haushalt kommst. Nur weil ich von der Asis geboren bin. Genau so ist es. Das ist wirklich, also das war ähnlich. Ich habe auf meinem Platz, habe ich aber Golden Foods. Ich habe überlegt, also ich habe wirklich lange, du hast das mitbekommen, ich habe lange überlegt. Den habe ich auf Platz 5 genommen, weil ich den unglaublich lecker finde, aber nicht weiter höher, weil der halt dieses Dicke hat, dieses Schwere und das nicht immer jeden Tag meins sein kann. So, und deswegen habe ich den auf Platz 5 genommen, weil den mag ich wirklich, der ist halt wirklich lecker, der glitzert, der ist golden, der war jetzt so zum Geburtstag rausgekommen damals. Ja, ja. Ist ein wunderbarer Geschmack. Ja, super Geschmack. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 4, das ist schon eine Mischsorte, das ist Nuclear Galaxy. Ah. Finde ich richtig geil. Einfach den Galaxy-Geschmack. Das ist ein Level-Up-Klassiker mit Acai und dann Nuklear, das leicht saure. Ja, richtig geile Kombi einfach zusammen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob der aktuell noch drin ist. Ich glaube, Nuclear Galaxy haben sie rausgenommen. Ich habe eine Sache, wo ich mir unsicher bin, da müssen wir mal nachfragen. Ich glaube, die Nuklear-Rezeptur wurde auch nochmal verändert. Die ballert, glaube ich, nicht mehr ganz so. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen und bei dem letzten Nuclear Galaxy, was ich hatte, ist mir das, glaube ich, leicht aufgefallen. Ich habe, genau wie du, auf Platz 4 Nuclear Galaxy. Nee, doch. Aber da es diesen Geschmack nicht mehr gibt, habe ich überlegt, was kommt für mich da am nächsten ran, also von der Wertung her. Und da habe ich jetzt einfach den Galaxy Boom hingesetzt. Also ich habe beide hier stehen, aber ich habe den Galaxy Boom, weil der gerade, also mich das, ich glaube, Nuclear Galaxy gibt es gerade nicht mehr. Deswegen habe ich das für mich da rein nochmal gesetzt. Ich ist auf einer Stufe, weil das halt super lecker ist. Mhm. Das ist auch ein Top-Geschmack. Ach, zur Not kann man sich ja das nochmal selber zusammenmischen, ne? Nuclear Galaxy. Richtig, da ist jetzt, wie gesagt, die Frage, diese Nuklearformel soll ja leicht anders sein. Da müssen wir nochmal nachfragen. Das wäre mal ganz interessant zu wissen, ob das wirklich so ist oder ob man sich das nur einbildet. Weil wir natürlich andere Sorten mittlerweile haben, die auch extrem ballern. Dadurch dieser Kontrast gar nicht mehr so da ist. Weißt du, was ich meine? Also so ein Shiny Fox zum Beispiel von dem, was im Mund passiert, ballert ja genauso, wenn nicht sogar stärker, als bei einem Nuklear. Keine Ahnung. Oder unsere Münder sind schon komplett kaputt. Kaum. Schon kaputt von allem. Koffein und Taurin. Platz 3 sind wir, ne? Da ist bei mir Golden Fruits auf 8-3. Nein. Ja, so ein bisschen Früchtegeschmack mal. Ja. Geben, ne? Und finde ich auch super dann mit stillem Wasser. Trinke das mittlerweile auch lieber. Ja. Kann man echt schön wie entspannt auf der Arbeit nachmittags trinken, ne? So einen kleinen Golden Fruits. Gechillt. Und gechillt. Ja, goldene Früchte, sieht super aus, ne? So leichten Goldschimmer ja drin. Ja, das liebe ich. Ich liebe, die sollten alles mit Glitzer machen. Ich finde, das ist mega. Einfach so ein abgerundeter Geschmack, ganz nice, immer wieder mal zwischendurch. Das schmeckt wirklich gut. Ich habe bei mir auf Platz 3 den Error 404. Error 404 ist
wirklich dieses Jahr mit einer der Top-Sorten, die rausgekommen ist. Also die ist dieses Jahr rausgekommen. Error 404, das ist, finde ich, besser als die Black Edition letztes Jahr. Die knallt, die ist fruchtig. Also wirklich, ist wirklich richtig, richtig schön fruchtig. Ich habe so oft mich jetzt schon dabei erwischt, wie ich war auf Arbeit. Ich habe die nämlich nicht hier. Ich habe hier im Büro, habe ich jetzt nicht Error 404 oder so ein Galaxy. Ich habe mich wirklich gefreut, weil ich musste nach Arbeit, dann gehe ich nach Hause. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, einfach da zu mixen da oder schon weg zu trinken. Ja, und dann können wir gleich direkt anschließen, weil mein Platz 2 ist auch die Error 404 Edition. Oh. Auch absolut geil. Wie du auch schon sagtest, besser als die Black Edition vom letzten Jahr. Und das ist einfach so richtig fruchtiger Geschmack, aber auch nicht zu süß. Und schmeckt einfach richtig schön kalt mit ein paar Eiswürfeln, auch wieder mit stillem Wasser. Schmeckt das einfach richtig geil. Error 404, das ist natürlich gut, wenn der dauerhaft im Sortiment ist. Liebes Level-Up-Team, ja. Error 404 und Galaxy Broom bitte dauerhaft drin behalten. Das wäre eine tolle Sache. Alle, die das auch so möchten, sollten einfach mal eine E-Mail hinschreiben. Ja. Das ist bei dir Platz 2, ne? Mein Platz 2 ist, das hatten wir jetzt gerade schon, der Iced Tea Lemon. Weil ich glaube, da kickt bei mir einfach noch diese Kindheitsgeschichte rein. Und dieser wirklich, dieser 1:1 Geschmack von diesem Kugel-Eis. Für mich immer noch, da mache ich das schön richtig fett Eiswürfel rein und dann trinke ich das und ich habe immer ein schönes Gefühl dabei. Mhm. Die Lemon muss man gar nicht sagen, ne? Nein. Kommen wir zu unseren Top-Plätzen. Oh. Ich glaube, das könnte das Gleiche sein. Lass mich mal auf deinen Zettel luschern. Mhm, habe ich schon schön vorbereitet. Du hast hier sogar mit der Schreibmaschine geschrieben, ne? Ich habe ja noch per Hand. Professionell. Bei mir ist das der Shiny Fox. Ja, wen wundert. Mit Abstand würde ich fast sagen. Platz 1. Also ich habe selten so einen wilden Geschmack getrunken dieses Jahr wie Shiny Fox. Ne? Die sauren Pfirsichringe fand ich schon immer geil als Süßigkeit. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass es so geil auch als Getränkeform schmeckt. Und da finde ich auch richtig nochmal Kohlensäure, finde ich es auch richtig. Richtig geil. Hast du getrunken, Kohlensäure? Natürlich. Ich stelle mir gerade vor, wie du so ganz genüsslich vom Fernseher sitzt und dann immer diese Pfirsichringe am Lutschen bist. Nee, die habe ich tatsächlich schon super lange nicht mehr gegessen. Und aber dann die so auseinander ziehst und dann die Zunge. Das sieht ja keiner, ne? Nee, aber wahrscheinlich Fox und der haut auch richtig rein. Das könnte auch abgefüllt im Supermarkt im Regal stehen als richtig geiler Softdrink. Kannst natürlich auch mit stillem Wasser gut trinken und vielleicht so, ich habe da irgendwie mal das Gefühl, da ist irgendwie noch ein größer Koffeinkick drin. Das habe ich aber auch. Weiß ich auch nicht, wie das kommt, aber das auf jeden Fall vom Geschmack her, da hat sich Elotrix wirklich einen guten Geschmack mit den ausgedacht. Leuten von Level Up ausgedacht, ja. Ist wirklich, also bei mir ebenfalls Shiny Fox auf Platz 1. Das Ding ist einfach wirklich, das ist das Beste, was Level Up dieses Jahr 2021 rausgeballert hat. Also das ist eine Hammersorte. Das ist auch Burning Feather Fieser oder Shiny Dragon. Die stinken dagegen ab, weil Shiny Fox ist so, so fest drin jetzt. Den könnte ich wirklich immer jeden Tag saufen und das auch von Arbeitskollegen haben wir den noch mal ein bisschen getestet. Fand den auch richtig geil, Shiny Fox, und das ist echt eine Hammersorte. Wirklich super lecker. Das ist super lecker einfach. Schmeckt einfach geil. Aber der ist ja Gott sei Dank auch dauerhaft jetzt im Sortiment. Also alles andere wäre wirklich, wirklich Schwachsinn. Das ist die Level-Up-Sorte, die uns am besten schmeckt. Ja, absolut. Und das kann man immer machen. Wenn ihr auch noch noch sparen möchtet, könnt ihr auch unseren Code Pulverboys, also Pulverboys 2, wir blenden das dann nochmal hier aktuell ein, ja, benutzen, um richtig zu sparen, richtig fett zu sparen bei Level Up. Richtig sparen! Richtig sparen könnt ihr da! Richtig saftige Rabatte. Saftig, und saftig. Gleichzeitig uns ein wenig zu unterstützen. Ja, damit wir weiterhin wir immer wieder Schilder kaufen können. Schilder kaufen können und Brillen. Würde uns damit was Gutes tun und das würde uns sehr, sehr freuen. Und ihr wisst ja jetzt, was ihr kaufen könnt. Ne? Das, was wir gesagt haben, könnt ihr 1:1 kaufen. Wer das nicht mag, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der ist ja auch vorbei. Ne? Da müsst ihr euch Kiba holen. Geil war das? Ja, endlich die Ranking. War ein gutes Jahr. Also muss man sagen, war ein gutes Level-Up-Jahr. Also wir hatten auch viel Scheiße dabei. Aber zum Ende hin ist das viel rausgeholt. Ne? Gut nach oben gegangen. Und ich sag mal, der erste Eindruck prägt, das Ende bleibt. Das mussten wir doch in der Schule immer. Weiß ich nicht. Schule ist verdrängt. War ich nicht. Abonnement, die Glocke läuten. Glöckchen, genau. Und ein Däumchen nach oben, ein Däumeling. Und dann nochmal der Querverweis auf unseren Discord, wo immer herzlich alle willkommen sind. Natürlich, wir sind eine große Pulverboys-Familie. Ja. Und auch ihr könnt Teil dieser Familie werden. Kommt auf unser Discord, da ist immer viel los. Guter Booster-Talk, da ist ordentlich was dabei. Pulverbörse, also wenn ihr Sorten übrig habt, loswerden wollt, findet sich immer irgendwas. Gewinnspiele veranstalten wir da. Und alles. Alle Infos rund um den Kanal. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video und
Wiederschauen und reinhauen!